ganze Menge an Änderungsersetzungsanträgen und die würde ich mal in der Chronologie, wie sie mir aufgeschrieben sind, zunächst bitten vorzustellen, wenn das gewünscht ist. Das wäre CDU, dann der Antrag von Herrn Dr. Schulte-Wissemann und Herrn Engemeyer und dann der Antrag interfraktionell Linke, Grüne, SPD. Und wir steigen danach ein in die Fraktionsrunde. Da würde beginnen die SPD-Fraktion, damit wir das schon mal kundtun. Geschäftsordnungsantrag, bitteschön. Herr Bürgermeister, ich habe einen Geschäftsordnungsantrag. Wir debattieren jetzt seit 20 Jahren über dieses Thema oder noch länger. Ich finde, das ist viel zu lang und wir sollten jetzt sofort zur Abstimmung kommen und dementsprechend Ende der Debatte und gleich abstimmen. Also, üblicherweise ist, dass wir wenigstens, wenn es angemeldet ist, auch eine Fraktionsrunde durchlaufen lassen. Das würde ich auch empfehlen zu tun. Geschäftsordnung können Sie zwar immer eingreifen, wenn Sie den aufrechterhalten, lasse ich auch eine Gegenrede machen, wenn das gewünscht ist und abstimmen. Herr Lichti. Ich möchte gegen diesen Antrag reden. Es ist zwar richtig, dass die Königsbrücker Straße seit dem Jahre 1957 in dieser Stadt diskutiert wird, aber es hat doch die Öffentlichkeit auch in den letzten Wochen sehr stark mit der Diskussion beschäftigt und ich denke, die Öffentlichkeit hat einen Anspruch darauf, die gegenseitigen Positionen noch einmal dargestellt zu bekommen, um sich ein Bild machen zu können. Noch mal ein Antrag, Herr Scholbach. Lieber Herr Oberbürgermeister, ich möchte Sie einfach präventiv darauf aufmerksam machen, dass dieser Antrag, der eben von Stadtrat Bösel gestellt worden ist, unzulässig ist und gar nicht abgestimmt werden darf, weil natürlich nach Gemeindeordnung und nach Geschäftsordnung entsprechend ein Rederecht besteht und das erstmal wahrzunehmen ist. Und die Stadträtinnen und Stadträte dürfen nicht in diesem Rederecht beschnitten werden. Herr Tustmann hinter Ihnen hat bereits eifrig genickt zu meinen Ausführungen. Wir sind uns beide einig, also ist es so. Da ich nie mit Rückspiegeln hier versehen bin, habe ich den nickenden Herrn Tustmann noch nie gesehen. Und insofern lassen wir es gleich ohne Abstimmung und steigen ein. Wie gesagt, nochmal, die Reihenfolge würde sein, zunächst Einbringen der Änderungsanträge, sofern gewünscht. Das würde in der Reihenfolge laufen, CDU, dann Herr Dr. Schulte-Wissemann, Herr Engemeyer und den Interfraktionellen. Und wir beginnen danach mit der SPD in der Fraktionsrunde. CDU gewünscht, Änderungsantrag vorzustellen. Herr Thiele, bitteschön. Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste. Natürlich müssen wir hier über das Thema reden und natürlich müssen wir alle unsere Änderungsanträge hier vorstellen und auch darstellen, was uns dazu bewogen hat. Und den Geschäftsordnungsantrag von Herrn Bösel habe ich jetzt hier auch nicht verstanden. Aber in einer Sache hat er natürlich recht gehabt. Wir haben das Thema lang und breit über die vielen letzten Jahre hier diskutiert. Und natürlich sind die Grundzüge der Meinungen relativ klar und auch in der Öffentlichkeit bekannt. Dennoch ist es das Thema wert, hier noch einmal dargestellt zu werden, auch mit den einzelnen Positionen. Denn die Berichterstattung ist natürlich auch so, dass aufgrund der Komplexität dieser Frage bestimmte Dinge auch ein Stück weit verkürzt werden. Und nur deshalb haben wir hier jetzt auch die Chance, unsere Position entsprechend darzustellen. Wie ist also die Meinungsbildung in der CDU-Fraktion vollzogen worden in den letzten Jahren, nachdem hier leider dann der eigentlich schon mal getroffene Beschluss zum Ausbau der Königsbrücker Straße entsprechend kassiert wurde und das ganze Thema nochmal neu aufgerollt wurde. Das war vor 2 Jahren und seitdem haben wir 2 weitere Jahre diskutiert in einer Lenkungsgruppe gemeinsam mit Stadtverwaltung, mit DVB und versucht dort entsprechende Lösungen zu finden. Und
Nun ist es eben so, dass sich dort auf diesem Stück zwischen Albertplatz und Stauffenbergallee viele Nutzungsansprüche überlagern. Das ist uns natürlich auch bewusst. Als CDU, wir haben die Belange des Verkehrs, denen man einfach mal Rechnung tragen muss, denn wir reden nun mal über eine Hauptverkehrsstraße. Es hilft alles nichts, das zu verleugnen. Wir haben aber auch die Anforderungen, die sich aus dem Stadtteil ergeben, insbesondere im mittleren Abschnitt. Und natürlich müssen die auch mit einfließen in die Überlegung. Und es gab dann unter der Überschrift Variante 8 viele Planungsvarianten, wo ich immer sagen musste, hier werden einfach mal die Belange des Verkehrs nicht entsprechend gewürdigt und beachtet und das ist für uns nicht zustimmungsfähig. Und im März diesen Jahres kam dann mit der Variante 8.7 zum ersten Mal eine Variante auf den Tisch, wo ich gesagt habe, gut, hier können wir uns als CDU mal mit den Ergebnissen auseinandersetzen. Das haben wir getan. Wir haben dieses Thema sehr intensiv in den verschiedensten Gremien unseres CDU-Kreisverbandes diskutiert und haben es abgewogen, auch die verschiedenen Ergebnisse der Variantenvergleiche. Und nach dieser sehr intensiven Diskussion und der Bewertung der einzelnen Varianten ist für uns klar und deutlich geworden, und das ist eine sehr deutlich mehrheitlich getragene Meinung in der Dresdner CDU, dass wir nach wie vor die Variante 7, die wir also vor 2 Jahren schon mal beschlossen hatten, für die günstigste und beste halten. Und wir halten sie auch für stadtteilverträglich, und das möchte ich hier nochmal betonen, aus 2 Gründen. Denn erstens ist es natürlich für uns wichtig, dass der Verkehr auf der Königsburger Straße auch fließt und nicht steht, dass es nicht zu gegenseitigen Behinderungen zwischen dem Kfz-Verkehr und dem Straßenbahnverkehr kommt, so wie es in den anderen Varianten der Variantenfamilie 8 dann immer der Fall ist, weil dort eben mal die eine Spur neben dem Gleis einfach fehlt, in der Variante 8.7 eben mindestens im Abschnitt zwischen Katharinenstraße und Bischofsweg. Und das Zweite, weshalb wir diese Variante auch für stadtteilverträglich halten, ist eben der Verdrängungsverkehr, der sich bei den Achtervarianten ergibt, in die Straßen des Stadtteils der Äußeren Neustadt hinein. Das können wir nicht mittragen. Wir sind der Meinung, wenn wir diese Straße für viel Geld sanieren, dann kann es nicht sein, dass wir dort erstens eine Staufalle produzieren und zweitens auch noch dadurch Verdrängungsverkehr in die Äußere Neustadt produzieren. Deshalb möchten wir mit der Variante 7 hier eine Variante zur Beschlussfassung stellen, die genau diese Effekte eben nicht hervorruft, sondern auf der Hauptstraße Königsburger Straße ordentliche Verkehrsverhältnisse schafft für alle Verkehrsteilnehmer und entsprechend auch die entsprechenden Erfordernisse des Stadtteils beachtet. Deshalb unser Änderungsantrag, dass wir die Variante 7 hier zur Beschlussfassung stellen als CDU-Fraktion, also sprich die Anlage 4 der Vorlage zur Abstimmung stellen wollen. Das wäre unser Petitum hier. Wir möchten Sie dafür um Zustimmung bitten. Und alle anderen Anträge werden wir hier entsprechend ablehnen. Vielen Dank. Vielen Dank. Als nächstes den Ersetzungsantrag von Herrn Dr. Schulte-Wissmann und Herrn Engermeier. Bitte sehr. Bitte sehr. Nee, das ist falsch. Na, ich kenne mich hier nicht aus. Kann man mir nicht helfen? Das ist aber auch komplex. Alles klar? So, naja. No. So. Dann nehme ich nochmal 0. Gut. Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, liebe Kolleginnen, Stadträte und Stadträte, liebe Menschen auf der Tribüne und natürlich auch im Stream. Zunächst einmal die Situation, denn heute wurde bildhaft ja in der Zeitung was völlig Falsches erklärt, nämlich, dass wir in Rot, Grün, Rot, Orange oder in der linken Fraktion ein Problem hätten. Haben wir nicht, ist alles cool. So. Was wir aber haben, ist,
Wir haben den Beschluss, und das waren die letzten zwei Jahre, wir haben gesagt, wir wollen verschiedene Varianten untersuchen, wir wollen verschiedene Varianten evaluieren, wir wollen dann einen öffentlichen Diskussionsprozess und dann wollen wir entscheiden. Und da sind wir jetzt heute. Was wir entscheiden, ist einmal die Variante 8.4, eine durchgehend schlanke Variante, die erkennbar momentan noch nicht wirklich eine Mehrheit hat. Und dann eine auf zwei Drittel der Strecke, eine Variante mit eigenem Gleisbett. Mal zur Sache. Wir haben weltweit einen Trend, viele Kommunen, viele auch bürgerschaftliches Engagement setzt sich dafür ein, dass die Stadt Aufenthaltsqualität bekommt. Die Räume und Plätze brauchen Aufenthaltsqualität, weil das zieht wieder Räume und Menschen an. Das macht Investitionen in diese Stadträume und das ist der Schlüssel zu dem, was wir eigentlich alle wollen, eine kompakte Stadt, eine Stadt der kurzen Wege. Dann ist Arbeiten, Wohnen, Gewerbe, Freizeit relativ nah zusammen und dann wird es für alle auch besser. Was wir natürlich, das ist rein von der Logik her, wenn die Außenräume etwas breiter sind, muss die Straße ja schmaler werden oder ich nenne es, wir brauchen eine Effizienz in der Straßenplanung. Die Straße muss effizient genug sein, um den Verkehr zu schaffen. Das ist 8.4 definitiv der Fall. Sie darf aber nicht überdimensioniert sein. Jetzt zeige ich Ihnen mal einige Bilder von der Königsbrücker Straße. Hier sehen Sie den Blick runter zum Albertplatz. Wir erkennen relativ wenig Autos. Das Bild ist von gestern, 3:30. Wir sehen Menschen kreuzen tatsächlich die Straße. Und wir sehen links sehen wir relativ verwahrloste Vorgärten in verwahrlosten Einzeldenkmälern. Wenn wir dieser Straße eine Perspektive geben, dann werden dort Investitionen getätigt, dann kommen dort Menschen hin, dann wird dort Gewerbe getrieben und dann kommt Leben dort auf die Straße. Was aber planen wir? Das ist jetzt 8.7, die 7 sieht ganz genauso aus. Wir planen 1, 2, 3, 4 Autospuren oder Auto- und Bahnspuren und zerschneiden die Straße. Links und rechts sind noch schmale Gehwege, kleine Bäumchen und in der Mitte ein ganz breiter, lebensfremder Straßenzug. Anders die Variante 8.4. Die Variante 8.4 passt fast in die Straße und die Straße hat eine Perspektive. Gehen wir hoch zum MDR. Auch wieder, jetzt ist es ungefähr 5 Uhr. Wir sehen relativ wenig Autos. Wir sehen aber eine 1, 2, 3, 4-reihige Baumallee. Das ist was ganz Seltenes in Deutschland. Das ist eigentlich etwas, worauf man in Dresden stolz sein muss. Das ist im Übrigen auch etwas, was wir in unseren Luftreinhalteplan als ein Thema reinschreiben könnten, als was Positives. Wir haben hier also ein Entwicklungspotenzial, was wir einfach wegwerfen. Denn geplant ist das ist die Variante 8.7, 1, 2, 3, 4 Spuren. Die Variante 7 sieht ganz genauso aus, nur in der Mitte sind noch Autos. Also die Baumallee wird für immer rasiert. Entwicklungsperspektive bis hoch zur Stauffenbergallee ist fast nicht gegeben. Und dann doch lieber gleich so. Die Variante 8.4 passt in diesen Straßenzug. Wir haben auf der rechten Seite sogar eine überbreite Fahrspur. Wir haben einen Radweg nach unten und der Radweg nach oben geht dann durch eine Baumallee. Die müssen wir aufforsten, das stimmt, aber wir kriegen dort große Bäume hin. Das war mein letztes Bild. Ich komme zum Schluss meiner Rede. Die Entscheidung, ob wir 8.4 oder 8.7 machen, kann dann runterkochen auf die Frage, ob wir ein eigenes Gleisbett auf zwei Drittel der Strecke wollen oder nicht. Ich halte ein eigenes Gleisbett auf zwei Drittel der Strecke für kontraproduktiv. Ich halte es für reine Platzverschwendung. Ich halte es auch gefährlich, wenn die Straßenbahnen mit 50 vorbeisausen und sie als Fußgänger nicht hören, dass sie kommt. Ich halte es für maximal nicht barrierefrei, weil sie mit einem Rollator, mit einem Rollstuhl, mit einem Kinderwagen da sehr schwer drüber kommen. Und das muss man auch zur Kenntnis nehmen. Ich halte es auch für die maximale Niederlage für den Autoverkehr, für die nächsten 30, 40, 50 Jahre. Ja, weil Sie werden niemals mehr wenden können, Sie werden niemals mehr mal ein langsames Auto überholen können, Sie werden niemals mehr links raus, links reinfahren können, ja, sondern man ist immer wie auf der Bodenbacher neben so einem eigenen Gleisbett. So. Und von daher, ich finde, und das sehen viele moderne Straßen- und Stadtplaner auch, eigene Gleisbetten in engen urbanen Zonen sind 90er, eigene Gleisbetten sind in engen urbanen zu entwickelnden Zonen sind anachronistisch. Kommen Sie bitte zum Ende. Und deswegen wünsche ich mir, ich weiß zwar noch nicht, wie wir das jetzt machen, die linke Fraktion zumindest hat den Fraktionszwang oder die Fraktionsdisziplin aufgehoben. Ich würde das allen anderen auch wünschen. Ich würde das allen anderen auch wünschen. Und 8.4 wollen wir. Dankeschön.
nächstes jetzt der Ersetzungsantrag Die Linke, Grüne, SPD. Wer bringt ihn ein? In der Debatte dann, Herr Steinmann-Fischer, steigen wir in die Fraktionsrunde ein. Sie haben als Erster das Wort. Ja, sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, meine Damen und Herren, als vor 2 Jahren mein Vorgänger Axel Bergmann zusammen mit seinen Kolleginnen und Kollegen von Grünen und Linken die Planung zur Königsbrücke nochmal aufhielt, um in der Vermutung oder in der Ahnung, dass es eine bessere Variante gibt, eine Variante, die genauso gut ist verkehrlich wie die 7, aber die die stadtentwicklungstechnischen Aspekte, insbesondere die Ästhetik des Raums und die gestalterischen Belange besser berücksichtigen kann, gibt. Und wir haben uns auf den Weg gemacht, herauszufinden, ob das möglich ist. Und wir sind im Ergebnis und können sagen, ja, das gibt's. Wir haben eine Variante gefunden, die 8-7. Sie ist verkehrlich von der Geschwindigkeit her, von der Reisezeit und auch vom Level of Service, halt das Benotungssystem für die Knotenleistungsfähigkeit, genauso gut wie die Variante 7. Nur sie hat diesen einen Vorteil, sie berücksichtigt die Stadtteilstrukturen vor Ort. Und schafft es im mittleren Abschnitt eine urbane Aufenthaltsqualität zu schaffen. Das ist der Grund, warum die SPD-Fraktion der Variante 8.7 heute zustimmen wird und mit der Variante 8.7 ins Planfeststellungsverfahren gehen will. Wir glauben, die Variante 8.7 ist schön und schnell und das ist, glaube ich, nicht der Kompromiss, sie wird ja Kompromissvariante genannt, sondern das ist, was die 8.7 zur besten Variante aus den 3 verbliebenen Varianten macht. Wir haben die Variante 8.7 und wie auch alle anderen Varianten anhand der Verkehrsprognose 2025 gemessen. Das ist natürlich, daher kommen natürlich auch hohe Verdrängungszahlen bei einigen Varianten. Man muss aber wissen, dass diese Verkehrsprognose 2025 zwar korrekt berechnet ist, aber von sehr optimistischen Eingangsgrößen ausgeht und natürlich deswegen ein etwas zu vermuten viele erhöhtes Verkehrsaufkommen berechnet hat. Wir wollten aber das am Worst Case testen und deswegen haben wir die Variante oder die Verkehrsprognose 2025 genommen. Wenn man jetzt die konkreten Abschnitte durchgeht und sich die Frage stellt, warum Variante 8.7 und nicht 8.4, wenn man davon ausgeht, dass die Variante 7 aufgrund von schlechterer Eigenschaften von vornherein ausscheidet. Wenn man im Süden sich der Straße befindet, Albertplatz bis Luisenstraße, dann hat man dort vor allen Dingen die Anforderung an die sichere Einfädelung in den Knoten Albertplatz. Der bedingt, wie auch immer man es machen will, dass man ein eigenes Gleisbett braucht. Dementsprechend ist hier das eigene Gleisbett als gegeben angesehen. In der Mitte hat man vor allen Dingen die Anforderung an den Städtebau. Hier hat man den urbanen Raum, hier hat man das Stadtteilzentrum der Neustadt. Deswegen ist es hier geboten, möglichst schmal zu agieren. Deswegen kann man es sich auch hier leisten, die Straßenbahn mit auf die Straße, auf die Fahrbahn der Autos zu ziehen. Im nördlichen Abschnitt hat aus unserer Sicht der verkehrliche Belang wieder etwas eine höhere Bedeutung und deswegen haben wir uns bewusst gegen den Reitweg oder gegen den Erhalt des noch rumpfartig vorhandenen alten Reitweges entschieden und dafür der Straßenbahn einen eigenen Gleiskörper, ein eigenes Gleisbett mit Rasengleis zu geben. Das hat folgenden Grund. Nördlich des Bischofsweges steht für die Straßenbahn Richtung Norden kein alternativer Fahrtweg zur Verfügung. Würde hier ein Auto liegen bleiben und die Straßenbahn würde eben wie die Autos auf der Straße geführt, hätte man das Problem, dass der gesamte Dresdner Norden vom Straßenbahnverkehr abgeschnitten wird. Im Sinne eines funktionierenden und zuverlässigen ÖPNVs ist das, glaube ich, nicht zielführend. Ich gebe Herrn Schulte-Wissermann recht, die 8.4 ist, wie er immer sagt, die schönste Variante für die Neustadt, aber wir wollen gerne eine Variante, die für die ganze Stadt funktioniert und die Neustädter Belange berücksichtigt. Und das haben wir, glaube ich, in der Variante 8.7 gefunden. Ich glaube auch, dass die Variante 8.7 von ihrer Qualität her eine Variante ist, die in vielen Städten durchaus einstimmig konsensfähig wäre. Und meine Vermutung ist, dass es schon gewisse Eitelkeiten sind, die dazu führen, dass einige hier noch an der Variante 7 festhalten. Vielen Dank. Vielen Dank. In der Fraktionsrunde FDP, Freiburger, Herr Zastrow, bitte sehr. Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, meine Damen und Herren, wir entscheiden heute wieder einmal über den Ausbau der Königsbrücker Straße, ob es das letzte Mal ist
bin ich mir nicht so ganz sicher. Weiß nicht, welche Prognosen Sie haben, wann der erste Spatenstich sein wird. Bin gespannt, ob so ich das letzte Mal ist. Mal sehen, ob das gut wäre. Nach der Rede von Herrn Schulte-Wissermann denke ich jetzt auch noch mal ganz neu nach, dass wir die Varianten 8.7 und 8.4 als FDP für falsch halten. Das wissen Sie, das brauche ich Ihnen gar nicht erklären. Wir sind natürlich dafür, dass das, was der Stadtrat schon mal in seiner großen Weisheit entschieden hat, nämlich die Variante 7, möglichst heute wieder tut. Deswegen freuen wir uns auch sehr über den entsprechenden Antrag der Union und stimmen zu. Wir sind immer noch der Auffassung, dass das der beste Kompromiss für alle Verkehrsteilnehmer ist. Er ist keinesfalls ideal, er ist für keinen einzigen Verkehrsteilnehmer ideal, aber er schafft es am besten, die Interessen aller Verkehrsteilnehmer gleichermaßen zu berücksichtigen und auch auszugleichen. Und das ist moderne Verkehrspolitik, dass man nicht die Verkehrspolitik für einen alleine macht, sondern versucht, alle Interessen ein Stück weit mitzunehmen. Lieber Herr Schulte-Wissermann, Ihr Vorschlag hat, der ist sexy. Ich bin fast dabei, Ihnen zuzustimmen. Sie haben bloß diesen idiotischen Vorschlag, dass sich Autos und Straßenbahnen auf dem Gleisbett zusammen bewegen sollen. Dann stehen beide im Stau. Das kann aus meiner Sicht nicht so gut sein. Das kann es nicht bringen, so jetzt genau der Pferdefuß bei dem, was Sie da vorschlagen. Sie schaffen unten hinter der Schauburg eine künstliche Staufalle. Das bin ich mir sicher, selbst das will die DVB noch nicht mal. So ein Blödsinn beschließt man nicht mehr. Das ist voll 90er, wie auch eigene Gleisbette voll 90er sind. Weil wenn wir etwas brauchen und wenn wir moderne Verkehrspolitik in dieser Stadt machen, wo, wenn wir ehrlich sind, wir tausendmal unsere Prognosen unterhalten können, wir es aber alle nicht genau wissen, wohin sich das entwickelt. Ich sage nur mal Radverkehr, ich fahre selbst Vierrad. Der Radverkehr und die glückliche Entwicklung durch die E-Bikes, die immer mehr zunehmen, schafft für uns eine ganz neue Herausforderung. Wissen wir alle. Werden wir irgendwann mal darauf reagieren müssen. Deswegen möglichst viel Flexibilität und nicht die Stadt mit Bordsteinkanten zubauen, dass wir irgendwann überhaupt nicht mehr reagieren und was ändern können. Deswegen würde ich es möglichst flexibel halten. Deswegen ist natürlich das eigene Gleisbett ein riesengroßes Problem. Wie das läuft, das haben Sie beschrieben, Bodenbacher Straße, Leipziger Straße. Gucken Sie es mal an, wie wir es momentan auf der Bautzener Straße haben. Die ist auch so ein bisschen saniert worden. Da hat man kein eigenes Gleisbett. Sie können am Tag zu ganz normalen Zeiten fahren Sie immer auf der Straßenbahnschiene. Warum? Weil vor Funzenmolkerei oder unten beim Kulturaktiv vor dem Martin-Luther-Platz immer irgendein Bus oder irgendein Lieferfahrzeug steht. Den Konflikt haben Sie bei Ihrem Vorschlag überhaupt nicht beachtet. Und den werden wir natürlich kriegen und da werden wir natürlich alle irgendwie über dieses Gleisbett hoppeln müssen. Das wird praktisch so sein. Genau deswegen ist das auch falsch, was Sie da vorschlagen. Wenn wir es so lassen würden, wie es ist, so wie es jetzt ist, Asphaltdecke drauf, wir lassen es so, wie es ist. Wir sparen uns die Sache mit dem Gleismittenabstand, der ja übrigens ein Hauptgrund dafür ist, dass wir breiter werden. Und wir versuchen für den Radweg eine andere Lösung zu machen. Schon eine, die in den Fußweg integriert ist. Vom MDR geht das ohne weiteres. Einen Radweg haben Sie angesprochen, könnte man machen. Vielleicht nur auf einer Seite. Ist so, ging aber. Und ich kann auf der Schauburgseite unten auch im Bereich Fußweg und im Nachbarbereich auch was schaffen. Bräuchte ich die ganze Stadt gar nicht umbauen, bräuchte ich überhaupt nicht machen. Das Problem ist, lieber Herr Schulte-Wissermann, nehmen Sie mir nicht übel, wenn Verkehrsideologen diskutieren, oder, sorry, Flatter-Ulmen-Umarmer, dann kriege ich es sachlich nicht mehr hin. Dann können wir all diese Vorschläge eben nicht mehr bringen und in der Zwickmühle sind wir genau in dem Moment. Wer aus Hauptverkehrsstraßen Spielstraßen machen will, der treibt den Verkehr von den Hauptstraßen weg. Und da geht das, was Herr Thiele gesagt hat, das wird der Verkehr machen. Das macht er übrigens heute schon, wenn Sie mal vom Drahtesel absteigen, würden Sie es sehen. Der sucht sich andere Wege. Das ist dann der Schleichverkehr, das ist der Weg, der an die Nebenstraßen geht. Hechstraße, Rudolf-Leonhard-Straße, Dammweg hinten, Lößnitzstraße. Da fahren jetzt schon die Autos und stehen, weil sie eben auf der Königsbrücker Straße nicht vernünftig vorwärts kommen, weil es heute schon schwierig ist. Wollen wir das? Nee, es muss ein paar leistungsfähige Achsen geben. So sehr ich auch die Stadtteilverträglichkeit sehe, ich glaube persönlich nicht, dass aus der Königsbrücker Straße ein Boulevard wird, genauso wie aus der Augustusbrücke eben niemals eine Karlsbrücke wird. Da müssten Sie irgendwas mit dieser Straßenbahn machen. Wollen wir ja nie. Die wird immer da sein. Und die wird immer dafür sorgen, dass du diese große Stadtteilverträglichkeit, diesen Gedanken, den Sie haben, kann ich nachvollziehen, aber dort nie erreichen wird. Und dann würde ich ja lieber sagen, lass die Königsbrücker Straße ein bisschen vernünftig, leistungsfähig, kommt zum Schluss. Aber auch sorge dafür, dass in den Nebenstraßen bei den Anwohnern möglichst Ruhe ist, nicht so viel Lärm ist und dort die Autos nie hinfahren.
Das wird aber durch den Vorschlag, der heute die Mehrheit finden wird, bin ich mir ganz sicher, wohl leider so passieren. Aber der Wähler hat es so gewollt. Wir haben als FDP für was anderes geworben. Der Wähler hat es so gewollt. Nur dann ist es so. Vielleicht korrigiert das beim nächsten Mal. Wir werden sehen. Danke. Die nächste Fraktion, AfD-Fraktion, Herr Urban. Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren Stadträte, die Königsbrücker Straße hat auch im Kommunalwahlprogramm der AfD eine Rolle gespielt. Als wir angefangen haben, uns zu sortieren, haben wir uns auch zur Königsbrücker Straße schon eine Meinung bilden müssen in sehr kurzer Zeit. Und diese Meinung hieß damals vor allen Dingen, das haben alle gesagt, wir möchten so schnell wie möglich bauen, wir möchten den Zustand, so wie er jetzt ist, beenden. Das dauert schon viel zu lange. Und natürlich ist das auch heute noch ein Grund zu sagen, die Variante 7 ist die beste Variante, die ist planfestgestellt, dort kommen wir am ehesten voran, wenn wir wirklich den Ausbau möglichst schnell haben wollen. Wir haben durch die Diskussion, die jetzt nicht von uns angeschoben worden ist, natürlich auch die Diskussion über die anderen Varianten geführt. Und wir sind auch nach der Diskussion jetzt sicherer, dass wir die Variante 7 haben wollen. Und es liegt eben auch daran, weil wir der Überzeugung sind, dass die Königsbrücker Straße eine Hauptverkehrstrasse ist, weil wir glauben, dass Dresden weiter wachsen wird als Stadt und weil wir glauben, dass in einer wachsenden Stadt die großen Verkehrstrassen in der Zukunft eine große Rolle spielen werden, wenn wir das haben wollen, was sich viele wünschen, nämlich Wohnquartiere, wo nicht so viel Verkehr drin ist. Und dort sind wir schon bei den anderen Varianten, die besprochen worden sind. Und wir haben den Vergleich gehabt auf dem Papier. Die Modellierung, und ich bin der festen Überzeugung, habe ich hier auch schon vorgetragen, dass das, was da modelliert worden ist, eben doch ein Stück weit an der Realität vorbeigeht, weil viele Einzelereignisse wie parkende Autos, wie Schleichverkehr, wie zunehmende Elektromobilität, dass die eben doch nicht in dem Maße eingeflossen sind, wie es dann in der Realität passieren wird. Und wir haben am Ende für den Stadtteil nichts gewonnen, wenn wir eine schmale Straße haben, aber wir haben den ganzen Verkehr in den Nebenstraßen drin und wir haben auf der schmalen Straße Radfahrer und Autofahrer und Lieferverkehr, die sich drängeln und eben nicht mit dieser schmalen Straße klarkommen. Und dann haben wir in der Summe für die Stadt Dresden eine Beeinträchtigung unserer Wirtschaftlichkeit, unserer Wirtschaftstätigkeit. Und das können wir uns als wachsende Stadt nicht wünschen. Wir werden die Variante 7 unterstützen, ganz klar. Und wenn diese Variante nicht durchkommt, werden wir die nächst kleinere Variante, die 8-7, unterstützen und hoffen, dass die dann eine Mehrheit findet. Vielen Dank. Soweit die AfD-Fraktion, jetzt die CDU-Fraktion. Nochmal das Wort gewünscht? Nicht der Fall. Dann als nächstes Fraktion Die Linke, Herr Schäubach. Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, liebe Gäste, wir treffen ja heute eine geradezu historische Entscheidung. Denn die Debatte um die Königsbrücker Straße wird ja nun nicht erst seit gestern geführt. Und auch die CDU, die ja hier sehr viel Einfluss hatte in dieser Stadt, ein Vierteljahrhundert lang, hat es nicht hinbekommen, eine Entscheidung zu treffen und diese Entscheidung dann auch umzusetzen, meine Damen und Herren. Wir werden heute einen Kompromiss beschließen. Wir werden diesen Kompromiss auf den Weg bringen und wir, das heißt Rot, Grün, Rot, werden noch in dieser Wahlperiode damit beginnen, diesen Kompromiss umzusetzen und mit den Bauarbeiten beginnen. Meine Damen und Herren, wir lehnen die Variante 7 ganz eindeutig ab. Wir haben das vor der Kommunalwahl gesagt und genau das tun wir jetzt auch nach der Kommunalwahl. Wir beschließen einen Kompromiss, eine Variante, die einerseits die verschiedenen Belange der Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer miteinander in Ausgleich bringt und andererseits auch versucht, die Charakteristik der Neustadt zu beachten und dort entsprechend Kompromisse zu machen. Es hat in den letzten Monaten dazu noch mal intensive Untersuchungen gegeben und ich finde, es ist ein vernünftiger Kompromiss dabei herausgekommen. Und ich denke, wir müssen weg von dieser Autofixiertheit der 90er Jahre,
die uns viele hässliche und völlig überdimensionierte Straßen eingebracht hat und die nicht gut für unsere Stadt war. Wir müssen bedenken, dass sich Verkehrsverhalten auch ändert, dass es viele Menschen gibt, die das Fahrrad benutzen wollen. Denen müssen wir entsprechende Bedingungen bieten. Wir müssen bedenken, dass auch viele Menschen zu Fuß unterwegs sind. Deswegen müssen wir vernünftige Fußwege schaffen. Und wir müssen bedenken, dass es eine ganze Menge Menschen gibt, die unsere Straßenbahn benutzen. Und die sollen natürlich auch in einer akzeptablen und vernünftigen Zeit von A nach B kommen, wie auch die Autofahrer. Und das haben wir miteinander in Einklang gebracht. Ich möchte etwas sagen zu der Variante 8.4. Und ich möchte an dieser Stelle ganz ausdrücklich der Bürgerinitiative Königsbrücker Straße muss Leben danken, weil sie haben ganz wichtige Aspekte reingebracht in die Debatte. Sie haben uns sensibilisiert für diese Probleme und ich will das auch ganz klar sagen. Ich danke da Martin Schulte-Wissermann und ich finde, es ist verdient, dass diese Variante heute hier zur Diskussion gestellt wird und auch zur Abstimmung gestellt wird. Und ich will das auch gleich ankündigen. Wir von der Linken, da wird es viele geben, die zunächst der Variante 8.4 zustimmen werden. Das ist unsere Herzensvariante. Aber wir haben eine Verantwortung für diese Stadt. Wenn erkennbar ist, dass die falsche Variante 7 keine Mehrheit findet, wenn erkennbar ist, dass auch die Variante 8.4, die wir gut finden, keine Mehrheit findet, dann müssen wir doch überlegen, nehmen wir es in Kauf, dass weiterhin jahrelang gar nichts passiert oder sagen wir dann nein, dann beschließen wir den Kompromiss. Und das sagen wir als eine der großen Fraktionen in diesem Stadtrat. Wir haben die Verantwortung, dann auch mal eine Entscheidung zu treffen, die Diskussion zu Ende zu führen und dann auch etwas umzusetzen. Und das halten wir für wichtig, dass nicht jahrelang hier dieses Thema weiter unbearbeitet und unentschieden bleibt, meine Damen und Herren. Wir haben uns als Kooperation darauf verständigt, dass wir das Thema entscheiden, und zwar vor der Sommerpause entscheiden. Und genau wie wir es vereinbart haben, werden wir es heute tun. Wir werden heute eine Entscheidung treffen. Wir werden heute die 8.7 auf den Weg bringen. Und dann werden wir in dieser Wahlperiode damit beginnen, diese Variante umzusetzen. Sie sehen, 25 Jahre haben Sie es nicht hinbekommen. Wir sind nur 2 Jahre an der Macht und schon geht's los. Meine Damen und Herren, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Als nächstes Bündnis Deutsche Grünen, Herr Lichti. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, ich freue mich sehr. Es ist wirklich ein großer Tag für Dresden, es ist ein großer Tag für die Neustadt. Wir erfüllen heute ein Wahlversprechen, dass wir als Rot-Grün-Rot, ich auch persönlich, in der Neustadt gegeben habe. Wir haben uns alle darauf verständigt, dass diese stadtteilunverträgliche Variante 7, die V7, diese Pro-Auto-Variante, in der die FDP doch kräftig reinkorrigiert hat im Interesse des Autoverkehrs, die im Übrigen nicht planfestgestellt ist, wie hier einer der Vorredner behauptet hat, dass wir die tatsächlich jetzt mit guten, sachlichen Gründen, die jeder nachvollziehen kann, der sich ansatzweise auch mit Verkehrspolitik und mit den Daten beschäftigt, dass wir jetzt dort eine gute Entscheidung treffen. Mir ist es auch wichtig, weil ja oft auch in der Presse geschrieben wird, so lange wird geplant und der Stadtrat kommt nicht zu Potte und sonst was. Das ist eine Fehlwahrnehmung, das ist falsch. Im Mai 2014 hat eine Wahl stattgefunden. Und ich bin dafür und trete dafür ein und ich stehe dazu. Wahlen müssen in der Demokratie etwas verändern. Und die Stadt Dresden, die Bürgerinnen und Bürger in der Stadt Dresden und insbesondere in der Neustadt haben sich für eine Neuplanung entschieden. Das war nicht irgendwie eine Kopfgeburt, eine Sturzgeburt von Rot-Grün-Rot, von irgendwelchen Verkehrsideologen. Das war der Bürgerwille, insbesondere in der Neustadt. Und diesen Bürgerwillen haben wir in sehr seriöser Weise erfüllt. Und das können Sie auch schon daran sehen, dass wir nicht einfach die V7 jetzt einfach gesagt haben, die machen wir nicht, sondern wir haben in diesem Prozess die V7 als Maßstab genommen, als Vergleichspunkt zu den Varianten, die wir zusätzlich entwickeln wollten. Und wir haben eine sehr seriöse Abwägung gemacht. Dieses Abwägungsmaterial können Sie, diese lange Ziehharmonika können Sie aufmachen, können Sie alles eins zu eins nachlesen. Es ist etwas ganz Besonderes passiert.
Es ist nämlich zum ersten Mal in dieser Stadt Dresden, solange ich es mich erinnern kann, ein wirklich vorbildlicher Planungsprozess hat stattgefunden. Wir haben die Lenkungsgruppe eingesetzt. Die Lenkungsgruppe hat unter Beteiligung aller Fraktionen des Stadtrates, ich meine fast aller Fraktionen, weil die Fraktionen der FDP und der AfD haben an den Lenkungsgruppensitzungen nicht teilgenommen, aber wir haben dort mit der DVB, mit den verschiedenen Ämtern an einem Tisch in einer sehr intensiven fachlichen Diskussion tatsächlich diese Varianten alle erwogen und miteinander diskutiert. Und die 8-7 ist nicht von uns irgendwie jetzt aufgemalt worden, sondern die ist wirklich einem gemeinsamen, sehr intensiven Diskussionsprozess entwickelt worden. Und ich möchte auch ausdrücklich dem Kollegen Thiele und Kollegen Schulte-Wissermann danken, weil die sozusagen von beiden Seiten auch immer wieder kritisch gefragt haben und so deshalb tatsächlich alle Varianten, alle Bedenken auch in der Lenkungsgruppe diskutiert und auch ausdiskutiert werden konnten. Und deswegen bin ich sehr sicher, dass wir hier tatsächlich mit der Variante 8-7 die optimale Lösung gefunden haben. Jetzt zu den Argumenten. Ich bitte die CDU einfach mal zur Kenntnis zu nehmen, dass die LOS-Bewertung, also das ist dieses seltsame verkehrstechnische Bewertungssystem, genau die gleichen Verkehrsqualitäten für den Autoverkehr wie für die Straßenbahn ergeben hat. Ich meine, Sie können sagen, das glaube ich alles nicht, die Straße ist mir trotzdem zu eng. Aber dann müssen Sie bei jeder Straßen- und Straßenbahnplanung in der Landeshauptstadt Dresden seit 1990 sagen, dass der auf falschen Grundlagen ermittelt worden ist. Das hat die Stadtverwaltung ermittelt, das war nicht rot-grün-rot. Bitte nehmen Sie das einfach mal zur Kenntnis. Das nächste Gegenargument ist ja der Schleichverkehr. Ja, das ist ein wichtiges Argument. Aber da bitte ich Sie auch wirklich, und in der Lenkungsgruppe wurde es erörtert, dann auch die Fakten zur Kenntnis zu nehmen. Es ist tatsächlich so, wir haben gegenüber der Variante 7, bei der Variante 8-7 eine sogenannte Verdrängung, Schleichverkehr von ungefähr 1.100 Fahrzeugen, bei der Variante 8-4 zwischen 2.500 und 3.000 Fahrzeugen. Genau dort machen wir den Kompromiss. Genau dort machen wir den Kompromiss. Wir sagen, wir halten diesen Umwegverkehr in der Abwägung mit der sonstigen Variante für vertretbar. Und ich finde schon bezeichnend, dass Sie das eigentliche Problem des Schleichverkehrs überhaupt nicht angesprochen haben. Das eigentliche Problem ist nämlich der Linksabbieger in die Tannenstraße und den hätten wir gerne weg. Wir sehen das Problem für das Hechtviertel, dass dort zusätzlich Verkehr eingeschleust wird. Das Problem ist bloß, wir kriegen diesen Abbieger nicht weg, weil er eben ausgewiesen ist als Schwerverkehrsstrecke und da können wir auf- und niederspringen, das schaffen wir einfach nicht. Aber wir haben vorgesorgt, wir haben in den Beschluss aufgenommen des Ortsbeirates, den jetzt auch hier der Stadtrat hier zur Abstimmung hat, dass dann, wenn der Schwerverkehrsabbieger nicht mehr notwendig ist, nämlich dann, wenn die Stauffenberger Allee ausgebaut sein wird, dass dieser Abbieger zurückgebaut wird. Und wir haben sogar eingeführt, dass weiter geprüft wird, der berühmte Linksabbieger an der Schauburg. Und wenn wir diese beiden Elemente geschafft haben, dann können wir dort auch, wo es wirklich relevant wird, tatsächlich den Schleichverkehr vermeiden. Alles Weitere in meinem zweiten Redebeitrag. So, damit ist die Fraktionsrunde beendet. Für die Fraktionslosen Herr Green. Und danach hatte ich schon weitere Wortmeldungen. Herr Thiele ist der Erste. Das ist ja Propaganda, ja. Jeder Sprecher muss sich das hier angucken. Meine Damen und Herren, Herr Oberbürgermeister, heute müssen Kompromisse her. Das ist richtig, ein Kompromiss ist immer das, wenn alle unzufrieden sind. Ich sage was Grundsätzliches zu unseren Vorstellungen, wie Verkehr an der Stadt laufen sollte. Und dann hören wir auch sehr interessiert zu, welche Varianten hier geboten werden. Wir werden uns dann entscheiden, was am nächsten ist. Zwei Dinge passen nicht zusammen nach unserer Überzeugung. Das ist schnellfahrender Verkehr, also Straßenbahn und Autos zum einen. Und zum anderen Fußgänger, Boulevard, die queren. Insofern sind wir also sehr dafür, Dinge zu praktizieren, die also so wie Stadtautobahnen laufen. Wir haben, wenn wir mal angucken, was haben wir in der Stadt, zwei Brücken, die wir sehr schonend behandeln sollten. Die Augustusbrücke und die Albertbrücke. Und insofern sollten wir alles, was von dort runter oder drüber kommt, entlasten. Und wir haben zwei Brücken, denen wir es zumuten können, dass sie vierspurig, also zwei Spuren in jede Richtung überfahren werden. Das sind die Carola-Brücke und die Altschlösschenbrücke. Insofern bietet sich es an, das wäre unsere Optimalvariante, Carola-Brücke zum Albertplatz, vom Albertplatz hoch zur Marienallee,
alles wie Stadtautobahn breit ausgebaut, die Marienallee hinter und dann die Waldschlösschenbrücke als Gegenteil. Und das war auch der Hintergrund, warum ich Ihnen das letzte Mal oder vorletzte Mal schon gesagt hatte, die Bautzner würde ich ganz Stück gerne entschleunigen, also praktisch die Querstrecke. Denn wenn Sie von dort hochfahren, Bautzner-Rotenburger hoch zur Waldschlösschenbrücke, das ist ein tüchtiges Geholper, das ist enge, das geht nicht breiter. Und übrigens, wer es weiß, ist ja auch, wenn Sie von der Waldschlösschenbrücke abbiegen, Sie kommen gar nicht links rüber auf die Bautzner runter. Das hat schon seinen Sinn. Ne? Also das wäre unsere Optimales. Wir hören uns jetzt hier an. Im Moment neige ich dazu vorzuschlagen, dass wir also am Tastro folgen mit der Variante 7, aber wir werden auf alle Fälle dann auch irgendeinen Kompromiss mitgehen. Natürlich nicht irgendeine Minimalvariante, Herr Hülsewissermann, die 8.4 hatten Sie über das genannt. Ne? Also das werden wir nicht machen. Danke. So, als nächster Redner Herr Thiele, dann Herr Engemeier und dann Herr Böhmekorn. Tja, sehr geehrte Damen und Herren, auch ich bin vorhin noch nicht ganz durchgekommen mit meinem Redebeitrag, denn das Thema ist eben jetzt ein sehr großes geworden und auch die Redebeiträge meiner Kollegen haben doch ein paar Dinge drin gehabt, denen man hier nochmal entsprechend eine Würdigung geben müsste. Und ich möchte auf eine Sache hier hinweisen. Natürlich haben die beiden Varianten 7 und 8.7 in der verkehrlichen Bewertung dasselbe Qualitätsmaß bekommen, dieselbe Einordnung in der LOS-Stufe. Aber, und das haben Sie hier verschwiegen, sowohl Herr Stallmann-Fischer als auch Herr Lichti, beziehungsweise eben falsch dargestellt, die Variante 7 ist eben trotzdem besser in ihren Einzelwerten als die Variante 8.7. Und das war für uns eben ein Kriterium bei unserer Auswahl. Und das kann man hier einfach nicht so darstellen, als wäre es das Gleiche, denn es stimmt nun mal nicht. Die Reisezeit ist in der Variante 7 die bessere, also die kürzere, sowohl für die Straßenbahn als auch für den Kfz-Verkehr. Und entsprechend die Staus sind eben auch geringer. Und, das haben Sie ja dann schon zugegeben, die entsprechende Verdrängungswirkung in das Nebennetz ist auch geringer und das ist einfach mal so, das können Sie hier nicht wegdiskutieren. Und wenn ich mir dann Ihren Änderungsantrag hier jetzt anschaue, den Herr Scholbach ja nun offiziell hier eingebracht hat, der vieles enthält, was auch vom Ortsbeirat Neustadt schon geäußert wurde, dann muss ich einfach mal sagen, im Prinzip ist das hier eine weitere neue Variante. Und wenn man offen und ehrlich mit der ganzen Thematik umgeht, müsste man das jetzt wieder zurückverweisen, das ganze Thema in diese so gelobte Lenkungsgruppe. Denn wenn wir hier so tiefgreifend Veränderungen vornehmen, und das hatten wir in den letzten 2 Jahren dann in der Lenkungsgruppe wegen kleinerer Details gemacht, als neue Variante, die dann durchplanen lassen, dann hätte man hier stringent vorgehen müssen und das ganze Thema nochmal völlig neu aufrollen. Und ja, wie Sie innerhalb der Linken hier da vorgehen mit den Wünschen der Piraten, das ist für mich ein Stück weit dann verlogen. Herr Scholbach, auch so wie Sie es hier dargestellt haben, wir stimmen jetzt placebomäßig erstmal der 8.4 zu, wissen aber, dass die Mehrheit nicht erreicht wird. Und dann Friede, Freude, Eierkuchen, machen wir alle die 8.7 und stellen hier uns noch hin als die Erfüller von Wahlversprechen. Nur weil Sie hier die Geschäftsordnung, die Sie sich selbst gegeben haben, für die Stadtratslegislatur außer Kraft gesetzt haben und ursprünglich die Königsburger Straße eben nicht in erster Lesung im Bauausschuss behandeln wollten, obwohl das so ein wichtiges Thema ist, wollten Sie den Schritt einfach überspringen. Geheilt haben Sie es nun noch, indem wir dann am Montag eine Sondersitzung machen durften. Eine von vielen, die hier uns Stadträten auferlegt wird, aufgrund ihrer ineffizienten Arbeitsweise, das hatten wir heute hier auch schon das Thema, da haben Sie jetzt hier gerade noch so die Kurve gekriegt und nun wollen Sie es hier vor der Sommerpause durchprügeln. Also bei aller Liebe, so geht es meiner Meinung nach nicht. So geht es meiner Meinung nach nicht, Herr Lichti, das trifft auch auf Sie zu. Aber versuchen Sie es. Aber aufgrund dieser ganzen Tatsache und weil wir natürlich auch gesehen haben, dass es eben gerade innerhalb der linken Fraktion entsprechende Dissonanzen gibt, beantragen wir dann im Übrigen geheime Abstimmung für unseren Antrag. Das möchte ich hier ausdrücklich formulieren,
Denn es ist nämlich auch so, dass von außen eine ganze Menge Druck auf dieser Sache liegt. Wir haben eben auch mit Leuten gesprochen. Und wenn ich diese Bürgerversammlung rekapituliere, zu der ich leider nicht anwesend sein konnte, weil die so kurzfristig einberufen wurde aufgrund ihrer Beschlüsse, dass ich schon einen anderen Termin hatte an dem Abend. Aber dort war die Neustadt unter sich. Wenn ich die Erzählungen darüber mir sozusagen vergegenwärtige, da gab es kaum Meinungen, die dort andersweitig geäußert wurden. Und die wenigen, die wurden ausgebuht. Und das ist Ihr Verständnis von Demokratie. Also da habe ich schon meine Zweifel. Und Leute, mit denen wir gesprochen haben, unter anderem Neustädter Kreis, die möchten schon, dass diese Königsbrücker Straße leistungsfähig ausgebaut wird, weil die eben große Befürchtungen haben, dass der Schleichverkehr sich dann im Viertel ergießt. Und wir sind der Meinung, dass hier die Stadträte entsprechend auch ungezwungen abstimmen sollten. Herr Schulte-Wissermann hat selbst auf die Fraktionsdisziplin, den Fraktionszwang innerhalb der Linken hingewiesen. Wir möchten geheime Abstimmung für unseren Vorschlag. Vielen Dank. Als nächster Herr Engemeyer, dann Herr Böhmekorn. Bräuchte mal die Präsentationswand? Okay. Machen wir doch. Genau. Ich will in meiner Rede noch mal auf ein paar einzelne Aspekte eingehen. Manches wurde hier schon gesagt, was ich jetzt auch noch mal korrigieren kann. Und insbesondere in der Öffentlichkeit wurde häufiger gesagt, naja, was nur eigentlich gegen die 8.4 spricht, ist genau das, die Förder- und Genehmigungsfähigkeit. Wonach richtet sich die Förder- und Genehmigungsfähigkeit? Da findet man zum Beispiel in den Voraussetzungen der Förderrichtlinie des Freistaates seine Antwort. Und wenn man die liest, dann muss man eben nicht sich bemühen mit, naja, das eine ist wahrscheinlicher, das andere ist das andere ist so. Man muss nicht die Glaskugel putzen, sondern man liest einfach mal den Text der Förderrichtlinie. Dort steht drin, zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse muss das Bauvorhaben beitragen. Es muss bau- und verkehrstechnisch nach den anerkannten Regeln der Technik sein und unter der Beachtung des Grundsatzes der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit geplant sein. Und letztens, es muss auch noch den Anforderungen der Barrierefreiheit möglichst weitreichend entsprechen. Ein paar Punkte, die da wenig einschlägig sind, habe ich jetzt rausgelassen, sonst wird die Folie zu voll. Und dann gucken wir uns doch mal an, wo der Herr Thiele zum Beispiel auch mal wieder ein bisschen falsch lag. Wenn Sie hier, die Symbolik ist vielleicht ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber zum Beispiel nach ganz rechts gucken, dann werden Sie sehen, im Moment für das Auto statt auswärts ist die heutige Lösung sogar schneller als alle drei Varianten, die hier zur Diskussion stehen. Steht auch so in der Vorlage, können Sie selber nachlesen. Und man kann sich jetzt hier aber auch deutlich sehen, also die heutigen Varianten sind immer die Kreise, ganz oben, die schwarzen, dass im Schnitt, wenn man alle Richtungen und Autos und Bahnen ansieht, dass alle zu einer Verbesserung des Verkehrsflusses führen. Alle drei Varianten führen zu einer Verbesserung des Verkehrsflusses, erfüllen also die Voraussetzungen nach der Förderrichtlinie des Freistaates in diesem Punkt. Sehen wir uns den zweiten Punkt an. Stand der Regeln, den anerkannten Stand und die Regeln der Technik erfüllen. Jetzt muss man wissen, die richten sich eben auch nach der Verkehrsbelegung auf dieser Straße. Und dann gucken wir uns doch die Verkehrsbelegung tatsächlich mal an. Die haben hier sozusagen die Kurven für die verschiedenen Teilabschnitte und Sie sehen quasi das, was bisher war und eben auch die Verkehrsprognosen 25 und 30. Der Vorlage zugrunde liegt die Prognose 25, obwohl, steht auch in der Vorlage, diese bereits überholt ist und die Verkehrsprognose 2030 eben nochmal deutlich sinkenden Verkehr ansieht. Jetzt, wie gesagt, diese sinkenden Belegungszahlen haben Einfluss darauf, was nach Stand der Technik an dieser Stelle gebaut werden sollte. Und da gibt es eben verschiedene Anzahlen für Kfz pro Tag. Wir können hier noch mal kurz gucken. Sie sehen, bei der 2025 ist alles, ich sag mal, unter 20.000 Kfz. Und dann kann man einfach in die RAST, so heißt die wunderschöne Richtlinie, genau für die Anlage von Stadtstraßen gucken.
Und da kommt man eben in der Mitte raus. Und ja, oh, Überraschung, ja, da sieht man halt Autos und Straßenbahnen in einem, in einer Spur. Und nicht, wie in der roten Variante, nebeneinander, ob jetzt das Gleisbett extra ist oder nicht, sei dahingestellt. Und zum dritten Punkt, nun die wirtschaftlichste Variante, da muss man eben sagen, ja, die V7 ist eben die teuerste von allen dreien. Und ja, die 8.4 ist die preiswerteste. Die 8.7 liegt in der Mitte. Gut. Und das heißt, auch diese Voraussetzung der Förder- und Genehmigungsfähigkeit ist erfüllt. Und schließlich zur Barrierefreiheit. Barrierefreiheit kann man auf zwei Weisen betrachten. Erstmal sozusagen für den normalen, ich sag mal Fußgänger, der vielleicht tatsächlich einfach die Straße queren will, vielleicht auch an einer Stelle, wo gerade kein Knotenpunkt ist. Und auf der anderen Seite natürlich für Leute, die, ich sag mal, mobilitätseingeschränkt sind oder gar in einem Rollstuhl oder Ähnlichem sind. Und da muss man natürlich einfach sagen, dass erstmal natürlich die Breite der gesamten Verkehrsanlage da natürlich einen Einfluss darauf hat. Über eine kurze Straße oder schmale Straße kommt man natürlich deutlich besser rüber. Und dann kommen natürlich noch Aspekte dazu, wie viele Bordsteine gibt es, wie viele extra Hürden. Ja, da ist auch tatsächlich, wenn ich mit dem Rollstuhl vielleicht auch mal an der Stelle rüber will, weil nirgendwo ein Auto zu sehen ist, auch nicht auf Minuten lang, doch nicht am Knotenpunkt, sondern in der Mitte drüber will, ich habe vielleicht auch noch eine Begleitperson, die mir ein bisschen anschiebt, dann ist ein Gleiskörper in der Mitte halt einfach nicht so, ein extra Gleiskörper mit Grünanlage nicht so schön. Der hat natürlich andere Eigenschaften, die okay sind. Aber ja, im Fazit, auch was das angeht, ist die 8.4 eben einfach tatsächlich die bessere Variante. Heute steht hier auch eine Grundsatzentscheidung an. Wir treffen sozusagen noch gar nicht die ganz kleinen Feindetails, die dann tatsächlich jetzt im Aufstellungsverfahren und dann im Planfeststellungsverfahren auch zum Teil noch ausgeräumt. Senden Sie ein starkes Signal an die Dresdner, senden Sie ein starkes Signal an die Neustädter und ja, stimmen Sie so ab, wie Sie wollen. Bei uns gilt das übrigens immer. So, als nächster Redner Herr Böhme-Korn, dann Herr Wirz, Herr Steinmann-Fischer, Herr Lichti. Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, ich glaube, es ist so viel auch im Detail geredet worden, dass man vor allen Dingen auch den Bürgern, denn sie wird man nicht mehr überzeugen, den Bürgern sagen müssen, worum es überhaupt geht. Die Wande 7, von der wir reden, das ist ein Ausbau etwa wie die Borsbergstraße. Die Borsbergstraße kennt jeder Dresdner. Und zur Borsbergstraße hat auch die gesamte linke Stadtratsfraktion zugestimmt, obwohl dort weniger Verkehr ist. Da gab es keinerlei Reden von einer Stadtautobahn. Wir möchten, liebe Dresdner, dass die Königsbrücker Straße etwa so ausgebaut wird wie die Borsbergstraße. Das ist die erste Botschaft. Die zweite Botschaft ist, in dieser Variante wird der östliche Fußweg auch in dem Stadtteilzentrum zwischen Paulstraße und Katharinenstraße nicht schmaler, als er jetzt ist. Er wird nicht schmaler, als er jetzt ist. Er bleibt so und kann genauso wie heute benutzt werden. Wir wollen einfach, und da nehme ich Sie mal beim Wort, Herr Schollbach, Sie haben ja gesagt, dass Sie eine Variante wollen, die nicht nur autofreundlich ist, sondern auch den Fußgängern, den Radfahrern und dem ÖPNV etwas bietet. Ja, das wollen wir auch. Und genau deshalb müssten Sie dann ausdrücklich der Variante 7 zustimmen. Denn wir haben dort eine Trennung. Der ÖPNV läuft auf einem eigenen Gleiskörper. Der ist weiterhin benutzbar, weil, da hat der Herr Schulze-Wissermann recht, es sonst Platzverschwendung in einem engen Straßenraum wäre. Und wir haben eine eigene Spur für den Kfz-Verkehr daneben. Und wir haben einen sehr komfortablen, etwa 3 Meter breiten Radstreifen. Das ist ein vernünftiger Ausbau. Da gibt es überhaupt keine Frage. Was Sie wollen, ist aber was ganz anderes. Sie wollen dort zumachen. Wozu führt denn das, dass Sie auf 2 Dritteln der Strecke den Gleiskörper separat führen wollen? Das führt dazu, dass jedes Auto, was dort mal halten muss, jeder, der mal eine Post abliefern muss, der mal nach einer Hausnummer gucken muss, jedes Fahrzeug, was dort liegen bleibt, das muss unabweislich auf den Radstreifen. Jeder, der dort mal einparken will, jeder, der wartet, als einer ausparkt, das spielt sich bei Ihrer Variante alles auf dem Radstreifen ab. Jeder Radfahrer muss dann ununterbrochen in den Straßenraum und in den Schienenraum ausweichen. Ich habe das ja im Ausschuss angesprochen. Was sagte mir die Stadtverwaltung? Ja, da muss ein Radfahrer auch mal absteigen können. Das war die Antwort. Und bitte, liebe Grünen,
Ist das eine radfahrerfreundliche Variante? Es ist eine höchst gefährliche Variante und ich kann bloß hoffen, dass die Genehmigungsbehörden das auch so erkennen. Das ist eine Variante, die so nicht funktionieren wird, die zu unweigerlich zu Stau führen wird. Auch das ist umweltschädlich, nicht etwa umweltfreundlich. Das muss man auch wissen. Und deshalb meine ich, wenn hier Vernunft und Verstand am Werke ist, wird die Variante 7 sich durchsetzen. Und Herr Lichti, Sie sagten, dass ausdrücklich ein Auftrag der Bürger erteilt worden ist, das umzuplanen. Das ist ganz anders, Herr Lichti. Sie erkennen die SZ-Umfrage, etwa zwei Drittel der Bürger haben eindeutig für einen vernünftigen Ausbau der Königsbrücker Straße gestimmt. Zwei Drittel der Bürger. Es war genauso, wie es etwa bei der Waldschlösschenbrücke war. Es war dasselbe Ergebnis, wie es bei der Autobahn war. Zwei Drittel der Bürger wollen einfach lebenspraktisch vernünftig Verkehrslösungen haben. Sie haben einen Auftrag nicht von den Bürgern, sondern an einer gruppenegoistischen Kleingruppe, die ihre Sicht der Dinge durchsetzen will. Und hier muss man, das ist mein letzter Gedanke, hier muss man ausdrücklich mal sagen, auch wir wissen, dass gutes Leben öffentlichen Freiraum braucht, dass das Park braucht, dass es Flaniermeilen braucht. Die ganze große Neustadt ist dafür da. Wir haben ausdrücklich der Erweiterung des Alleinparks zugestimmt, das wissen Sie, weil wir das auch so sehen. Wir brauchen aber auch Räume für den Verkehr, zumal es eine große, ganz wichtige überörtliche Straße ist. Und genauso wenig wie irgendjemand auf die Idee kam, die Straßenbahnlinie nach Norden durch den Alleinpark zu führen und die Straße, das ist Verlängerung der Rotenburger, mir fällt der Name jetzt im Moment nicht ein, auf diese kuriose Idee käme keiner. Aber genauso gut kann man natürlich mit klarem Verstand nicht auf die kuriose Idee kommen, eine Hauptverkehrsstraße zur Parklandschaft umzuwidmen. Das funktioniert natürlich auch nicht. Ich kann bloß empfehlen, der Variante 7 zuzustimmen und vor allen Dingen bitte ich die Bürger, sich die Varianten wirklich unvoreingenommen vernünftig anzusehen und dann zu entscheiden, ob die Entscheidung, die hier fällt, eine vernünftige ist oder ob sie eine äußerst schädliche für die Stadt ist. Danke. Als nächster Beitrag Herr Wirtz und dann Herr Steinmann-Fischer. Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Stadträtin, liebe Stadträte, Herr Böhme-Korn, wenn Sie sich hier auf zwei Drittel einer SZ-Umfrage beziehen müssen, dann frage ich mich, warum Sie mit Ihrem Bürgerbegehren so kläglich gescheitert sind, die Variante 7 doch noch durchzusetzen. Sie haben es nicht geschafft, die Unterschriften zusammenzukriegen und da haben wir uns natürlich auch bestätigt gefühlt, hier weiter zu planen und weiterzuarbeiten in der Lenkungsgruppe. Was in der Lenkungsgruppe gemacht worden ist, ist, wir haben die Planung iteriert, wir sind mit Vorstellung hereingegangen und haben ganz bewusst diese Vorstellung nicht brachial durchgesetzt, wie Sie Ihre Durchsetzung von der ersten Variante 7, für die Sie eine Mehrheit hatten, die vom Stadtrat mit Ihrer Mehrheit beschlossen worden ist und die aber mit Ansage dann in der Planfeststellung gescheitert ist. Das wollten wir nicht riskieren. Insofern ist, das muss man ganz klar zugeben, die Variante 8.7 nicht der Vorbote einer neuen Stadt- und Verkehrspolitik, sondern sie ist ein Kompromiss, der ganz bewusst auch Autofahrern ein Angebot macht, nämlich mit dem rechnerischen Nachweis, dass diese Variante 8.7 faktisch identisch ist mit der Durchlässigkeit der Variante 7.0. Es macht auch keinen Sinn, diese Straße teils vierspurig zu bauen, wenn diese vier Spuren teils geradeaus gefahren werden können und dann aber sozusagen in Linksabbiegerspuren, zum Beispiel Luisenstraße, Katharinenstraße bei der Variante 7 enden, weil das natürlich dann dazu führt, dass die auf der Überholspur Fahrenden nach rechts in den Geradeausverkehr einscheren, wenn sie nämlich meistens dann nicht links abbiegen wollen und dann natürlich zu einer Verunklarung des Verkehrsflusses führen. Und während in der Lenkungsgruppe mitgearbeitet hat, mit den Verkehrstechnikern gesprochen, man muss ja ganz korrekt sagen, mit der Verkehrstechnikerin gesprochen hat, der hat auch erkannt, dass nicht die Spurigkeit der Straße das Problem ist, sondern dass es einfach die Knotenpunkte sind, die das Kraut fett machen und an die Knotenpunkte muss man herangehen. Das haben wir gemacht und das war eigentlich unser Ziel, zu sagen, wir haben nicht nur eine Variante, die möglichst stadtteilverträglich ist, wir haben eine Variante, die kompromissfähig ist und wir haben eine Variante, die auch genehmigungs- und förderfähig ist. Denn die Verwaltung hat uns hier durchaus glaubwürdig bestätigt, dass es da bei der Variante 8.4 Probleme geben könnte. Warum gibt es da Probleme? Die Variante 8.4 hat eben nicht die durchgängige Barrierefreiheit an den Straßenbahnhaltestellen. Der Variante 8.4 werden im Radverkehr Sicherheitsdefizite nachgesagt. Und die Variante 8.4 impliziert oder erzeugt sehr starke Nachteile, nicht für den Autoverkehr, sondern für die Straßenbahn. Meine Damen und Herren,
die Straßenbahn, und das ist nämlich das andere, was hier bemerkenswert ist, die Königsbrücker Straße ist in allen drei Varianten so durchlässig für den Verkehr, dass die Engstellen nicht auf der Straße im Bereich zwischen Stauffenbergallee und Albertplatz liegen, sondern am Albertplatz stadtwärts und an der Stauffenbergallee landwärts. Dort, wo nämlich diese Straße dann die untergeordnete Straße wird, weil sie weit bedeutenderen Verkehren der querenden Straßen sozusagen sich unterordnen muss. Das ist das Problem. Und deswegen machen auch die separaten Gleiskörper vor der Stauffenbergallee landwärts und vor dem Albertplatz stadtwärts Sinn, weil dort sozusagen die Straßenbahn Punkte macht gegenüber dem Rückstau der Autos, der auf der Königsbrücker Straße mit noch so vielen Straßen nicht bewältigt werden kann, weil eben die querenden Straßen der Albertplatz die Nadelöhre sind. Und dort möchten wir auch, und das steht auch bei der Linken im Wahlprogramm drin, dem ÖPNV die Möglichkeit und die Chance zur Beschleunigung geben, dass dort eben nicht die 20.000 Passagiere und Fahrgäste, die es dort nämlich täglich gibt, die stehen nämlich den 15.000 Autofahrern gegenüber, und die gilt es auch zu beachten. Und wer nämlich dort 40 Sekunden, also es sind nur 40 Sekunden, wer dort zweimal am Tag zum Beispiel auf Arbeit fährt im Dresdner Norden, dem werden dann zweimal am Tag 40 Sekunden gestohlen. Das sind dann übers Jahr gerechnet über die Arbeitstage fast 2 Stunden. Und in der Variante 8.7 ist es gerade so, dass dort ja die Gleiskörper auch überfahrbar sind und dort auch dann sozusagen sich die Straßenbahn mit dem Auto in der zweiten Reihe dann um den Platz keilt. Das ist eben ganz anders, Herr Böhmekorn, da müssen Sie mal in die Pläne gucken. Herr Thiele, noch eine Bemerkung zu Ihrer geheimen Antrag zur geheimen Abstimmung. Ich kenne noch Ihre Reaktion auf die Variante 8.7, da haben Sie, und als Verkehrstechniker wissen Sie das genau, haben Sie nämlich gesagt, naja, die ist ja fast gleichwertig und die, über die könnte man wenigstens reden. Die bin ich bereit, mit in die Fraktion zu nehmen. Und ich nehme hier ganz, ganz schelmig an und vermute ganz stark, Sie beantragen hier geheime Abstimmung, um heimlich für die 8.7 stimmen zu können. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Herr Steinmann-Fischer und dann Herr Lichti. Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, ich will mich in meinem zweiten Redebeitrag kurz fassen. Ich will nur 2 Punkte noch ergänzen zu meinem ersten Redebeitrag. Zum einen möchte ich am Anfang nochmal die Arbeit in der Lenkungsgruppe loben und mich auch den Vorrednern anschließen, die ja insbesondere die kritische Präsenz von Herrn Thiele und Herrn Schulte-Wissermann hervorgehoben haben. Das Zweite ist, ich möchte doch nochmal den Unterschied zur Variante 8.7.8.4 in einem Punkt herausstellen, und zwar in dem Punkt Geschwindigkeit. Es kam eben so ein bisschen der Eindruck auf, mit der Variante 8.4 hat man doch eigentlich, die sind sich alle sehr ähnlich. Das ist zwar richtig, aber das ist zwar im Sinn richtig, das sind 40 Sekunden Unterschied für die Straßenbahn, aber im Zusammenhang mit anderen Maßnahmen, die an der Linie 7 gemacht werden, kann das relativ schnell zum Einsparen eines Fahrzeugs einführen. Da ist man schnell bei Einsparungen von ungefähr 3 bis 4 Millionen. Und deswegen, das ist ein Grund, warum dieser eigene Gleiskörper für die Straßenbahn so wichtig ist. Wenn wir uns anschauen, dass weiter nördlich die Schleife Diebsteig gemacht wird, dort fallen, glaube ich, 2 Weichen dann weg insgesamt. Macht auch wieder ein paar Sekunden, wo die Straßenbahn nicht 15 km/h fahren muss. Und so weiter. Da kommt viel zusammen und irgendwann ist die Zeit da, dass man 5 Minuten erreicht hat, dann kann man ein ganzes Fahrzeug einsparen. Und das ist eine Variante, die nur die Variante 8.7 bietet mit ihrem eigenen Gleiskörper. Die Krux an der Variante 7 mit der Vierspurigkeit wurde eben eigentlich schon recht deutlich genannt. Die ist vierspurig überall, außer in den Knoten, weil da hat sie pro Richtung immer nur eine Spur. Und wir alle wissen mittlerweile nach diesen langen Debatten, die Leistungsfähigkeit einer Variante bemisst sich anhand der Knotendurchlässigkeit. Was bringt mir denn eine Vierspurigkeit, wenn ich in den Knoten nur eine Einspurigkeit habe quasi? Für die Rettungsfahrzeuge, diese ganzen Detailthemen, Lieferverkehr, Parken, Professor Köttnitz hat uns mit seinem Müllfahrzeug rauf und runter getriezt. Das haben wir alles in der Lenkungsgruppe besprochen. Das haben wir durchdiskutiert, auch mit den kritischen Nachfragen Ihrer Kollegen und auch mit den kritischen Nachfragen von Herrn Schulte-Wissermann. Und als Ergebnis daraus hat uns die Stadtverwaltung am Ende die Variante 8.7 vorgeschlagen. Und deswegen ist es, glaube ich, auch die beste Variante. Die Lenkungsgruppe selber hat auch einen Erkenntnisgewinn gebracht, übrigens auch für die Verwaltung. Deswegen sind wir auch der Verwaltung sehr dankbar. Ich kann mich an eine Situation erinnern, am Ende der vorletzten Sitzung, als wir die Ergebnisse hatten.
Da bin ich mit dem Planer zurück, der für den Fahrstuhl im World Trade Center runtergefahren. Und da sagte er zu mir, dass wir eine Variante hinkriegen, so wie Sie sich das gedacht haben, stadtteilverträglich und leistungsfähig, das haben wir am Anfang nie gedacht. Das heißt, dieses ganze Verfahren war trotz der Zeit nicht sinnlos, sondern es hat auch für alle einen Erkenntnisgewinn gebracht und dazu geführt, dass am Ende die Stadtverwaltung uns die Variante 8.7 vorschlägt und diesen Weg sollten wir auch gehen. Vielen Dank. Als nächster Redner Herr Lichti. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, ich möchte nochmal auch als Stadtrat, der sich der Neustadt verpflichtet fühlt und dort gewählt worden ist, auch zum Thema 8.4 nochmal was sagen. Und ich möchte es auch ein bisschen persönlich beginnen, als jemand, der seit 1999 für einen stadtteilverträglichen Ausbau auf der Straße gekämpft hat, in Stadtrat, in politischen Gremien gekämpft hat, bin ich schon etwas unglücklich, oder ich weiß nicht, welchen Eindruck, welches Wort ich jetzt wählen soll, dass gerade in den letzten Wochen von manchen der Eindruck erweckt wurde, als ob die Variante 8.4 das Einzige ist, was die Neustadt will. Ich sage hier ganz klar, ein Ergebnis dieser jetzt, wie lange ist, 17-jährigen Debatte in der Neustadt ist der, dass ich wirklich weiß, dass es sehr, sehr viele Menschen gibt in der Neustadt, die sich schon lange eine Sanierung, dass es viele Menschen gibt, die sich eine Sanierung, und zwar eine schnelle Sanierung der Königsbrücker Straße wünschen. Und was die Menschen sich wünschen, ist, dass es funktioniert und dass es schön ist. Und über die gesamten Details, die jetzt hin und her gewogen wurden, die auch der Kollege Engemeier gerade nochmal aufgeblättert hat, das interessiert die Menschen nicht. Und ich sage noch einmal, ich stehe hier wirklich mit ganz gutem Gewissen und weiß, dass diese Variante 8.7 wirklich diese Wünsche erfüllt. Und das kann ich auch, das sage ich jetzt auch hier, meinen Wählerinnen und Wählern wirklich guten Gewissens versichern. Und das, was jetzt sozusagen immer so gesagt wurde, die 8.4 sei die schönste Variante, sie sei funktionabel, sie sei genehmigungsfähig, ist einfach nicht die Wahrheit. Der Kollege Engemeier hat gerade wieder ausgeführt, bei Charts, die wir kennen seit 3 Monaten von der BI, dass es genehmigungsfähig wäre und hat den Text der Förderrichtlinie angeführt. Lieber Martin, du weißt, dass es nicht so ist. Und ein Beispiel nur, da steht drin nur barrierefreie Haltestellen. Die Variante 8.4 ist an der Tannenstraße Haltestelle nicht barrierefrei. Zur Kenntnis nehmen und nicht den Leuten was anderes erzählen. Bei der Variante 8.4 ist es so, dass durch die Ampel, die eingefügt werden muss nördlich des Alberplatzes, die Verkehrsführung nicht sicher ist. Die Verwaltung hat uns eindeutig gesagt, wir sehen dort erhebliche genehmigungsrechtliche Bedenken. Wir sehen da sogar Bedenken bezüglich der Verkehrssicherheit. Deswegen ist diese Variante, so leid es mir tut, nicht genehmigungsfähig. Und deswegen halte ich es für nicht verantwortliche Politik, den Leuten gerade in der Neustadt zu sagen, das ist die schmalere Variante und deswegen ist sie die bessere. Weil verantwortliche Politik heißt auch, dass wir auch den Kompromiss tatsächlich gehen. Einerseits die Hauptverkehrsstraßenfunktion und andererseits auch die städtebauliche Situation. Und genau das hat die Variante 8.7 mit einem sehr klugen und sehr austarierten und sehr engagierten Prozess auch geleistet. Und ich bin auch sehr erstaunt oder eigentlich verärgert, aber vielleicht war es auch ein klärender Prozess, dass hier Töne laut geworden sind, so in dem Stile, naja, eigenes Gleisbett sei ja 90er Jahre. Da sage ich ganz klar, mit mir und ich glaube auch mit der Grünen Fraktion wird es in diesem Stadtrat, solange diese Kooperation besteht, keine DVB-feindliche Politik geben. Und ich sage mal, wir wollen tatsächlich, und da stehe ich dafür, wir wollen tatsächlich, dass wir die Möglichkeiten der DVB deutlich ausbauen, deutlich stärken. Wir haben hier einen Nachholbedarf und das ist unsere Politik. Und ich stehe nicht für eine Politik zur Verfügung, die so sagt, naja, Straßenbahn ist ja nicht so wichtig. Der Kollege Wirz hat es gesagt. Ich sage auch gerade mal in Richtung linke Fraktion, das ist eigentlich auch ein sozialpolitisches Thema, weil die Leute in ihren großen Wagen, sage ich jetzt mal etwas populistisch, die fahren bei allen Varianten gut durch. Aber die Leute, die dann früh und spät in der Straßenbahn im Stau stehen, die sich das große, dicke Wagen nicht leisten können, für die müssen wir Politik machen. Das ist eine ökologische Politik und das ist auch eine soziale Politik.
Ich möchte noch mal am Schluss darauf hinweisen, dass wir diesen Änderungsantrag, der im Grunde den Beschluss des Ortsbeirates Neustadt aufnimmt, dass wir den unterstützen, dass wir den ganz bewusst gestellt haben, eben um zu zeigen, dass die eigentliche Debatte, wie wir die Chancen, die die 87 bietet, wie wir die nutzen können, dass wir die jetzt in eine Richtung lenken wollen. Und genau das wird das Thema der weiteren Befassung in der Lenkungsgruppe sein. Und lasst uns doch jetzt wirklich diese Chance ergreifen, anstatt nach hinten zu diskutieren, die Autofetischisten mit ihren falschen Angaben und auch die Leute, die die 84 allein aufgrund ihrer Breite für die richtige Lösung halten. Also lasst uns jetzt endlich die 87 beschließen, lasst uns das beachten, was der Ortsbeirat Neustadt dort entschieden hat und dann kräftig an die Arbeit, dass wir möglichst schnell zum Baubeginn kommen. Weitere Wortmeldungen, Herr Schulte-Wissermann. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kollegen, lassen Sie mich ganz kurz auf das eingehen, weil ich ja doch schon persönlich angesprochen wurde. Nicht barrierefrei, Tannenstraße stimmt natürlich nicht ganz. Die eine Richtung ist betroffen und dann sind 16 Meter barrierefrei und der Rest ist nicht barrierefrei. Das ist nicht schön, aber das ist auch ein... Es ist zum Beispiel Rotenburger Straße, haben wir dasselbe. Da muss man dann gucken, natürlich in der Feinplanung, wie das geht. Das mit dem nicht sicher einfädeln, Johannes, Herr Lichti, Sie haben selber gesagt, dass bei der 87, da können wir hier noch was machen, da müssen wir da noch was gucken und so weiter. Das stimmt ja auch. Das stimmt aber auch für die 84. So, man kann doch nicht, weil an einer Stelle angeblich irgendwo ein Sicherheitsproblem sein soll, 1,5 Kilometer Straße in Frage stellen. Das ist doch absurd. So, kommen wir zu dem dritten. DVB stärken. Natürlich, wir müssen die DVB stärken. Und jetzt spanne ich aber einen größeren Bogen zu dem, was ich eben schon angedeutet habe. Wir reden davon Dresden 600.000. Andere Leute sagen, Dresden 700.000 wäre die Zukunft. Andere Städte haben das gleiche Problem. Die wachsen, die können nicht nach außen wachsen, New York zum Beispiel. Was machen die? Habe ich gesagt, die machen schöne Plätze, die machen Aufenthaltsqualität, die schaffen es, dass halt lokal vor Ort Geschäfte entstehen, dass lokal vor Ort Werte entstehen und dass dann die Leute, jetzt zuhören, die Leute, die ein Auto haben, die mit dem Auto fahren, Platz haben, weil viel, viel mehr Leute einfach mit der Straßenbahn fahren, weil dort, wo sie aussteigen, auch das Angebot ist, wo sie hinwollen. Das ist moderne Stadtplanung. So, es ist wahrscheinlich sinnlos momentan, aber eigentlich hat die 84 schon gewonnen, weil dieser Trend, der wird irgendwann auch hier ankommen und Sie werden es hoffentlich alle noch erleben. Ungefähr in 5 bis 10 Jahren wird es soweit sein. Dann haben genügend Leute hier ein Vorbild gemacht. Ansonsten habe ich oft das Gefühl, ich bin ein wenig ich hätte es nicht mit rational denkenden Menschen zu tun. Ne? Die Straßenbahn wird ausgebremst bei der 84, habe ich gehört. Die ist nicht schnell, die steht im Stau. Die Straßenbahn wird in eine Richtung 40 Sekunden schneller und die andere ist genauso schnell wie jetzt. Herr Engemeyer hat es an die Tafel geschmissen. Sie ist schneller in der 84 als heute. Dann, es sind heute 15.000 bis 19.000 Autos auf der Straße. Die deutschen Baurichtlinien sagen, ab 20.000 kann man über 4 Spuren nachdenken. Darunter sollte man Autos und Straßenbahnen in einer Spur führen. Und es ist schon angesprochen worden, ja, man sollte gucken, dass die Knoten auf jeden Fall gut sind, aber dazwischen sollte man es so machen. So, das habe nicht ich mir ausgedacht oder irgendein Ökospinner, das steht in den deutschen Baurichtlinien. So, und dann, man hört es wieder, die 7, die sei doch eigentlich stadtteilverträglich. Mein Gott, ich habe doch die Bilder an die Wand geschmissen. Sie können doch gucken. Ja, die wird 7 bis 8 Meter breiter überall. Und die 87 halt auf 2/3 der Strecke. So, ja, man kann jetzt abwägen. Aber im Prinzip, wir werden alle an unseren Autos ersticken, wenn, und wir müssen dann noch viel dramatischere, viel drastischere Maßnahmen machen, wenn wir nicht quasi umsteuern und den Menschen attraktive innenstadtnahe, in der Innenstadt attraktive Flächen
haben, damit halt die Leute da auch hinwollen und dann von dort aus wieder mit der Bahn wegfahren. Noch ein Wort zu dem Prozedere. Es ist ja tatsächlich gedacht, dass man jetzt über die 8.4 abstimmt. Das ist kein Placebo, weil Sie hätten durch geschicktes Enthalten oder durch geschicktes Zustimmen natürlich die Möglichkeit, dieses eigene Gleisbett zu verhindern. Dann hätten wir einen Stadtratsbeschluss mit einer gestreuten, breiten Mehrheit, wäre auch schön. Oder es wird die V7, dann ist es das, was quasi die Kooperation schon immer, die 8.7, was die Kooperation quasi angedeutet hat. Sie haben jetzt die Entscheidung, wir werden jetzt wählen, abstimmen und dann werden wir sehen. Und ich hoffe tatsächlich, dass wir irgendwann bauen und egal was passiert, dass wir bei den nächsten Straßen einen modernen Planungsansatz machen und dass wir quasi auch mit anderen Städten wie New York, wie Cottbus, wie Kassel, wie Paris, dass wir die... Ja, Sie lachen jetzt. Das sind alles Beispiele, wo Straßen gebaut wurden, genau nach dem Prinzip. Vierspurige Straßen auf zwei Spuren, breite Gehwege und es boomt da. So, Dankeschön, jetzt abstimmen. So, nächste Wortmeldung, Frau Kiyosiede. Keine Angst, ich sage nur drei Sätze, die sind mir aber ganz wichtig. Ich bin sehr dankbar dafür, wie dieser Prozess gelaufen ist, damit wir überhaupt zu dieser Meinungsbildung kommen. Und mir ist jetzt zu kurz gekommen, obwohl ich nicht Neustädterin bin, aber natürlich auch die Königsbrücker Straße als Elbhänglerin benutze, dass es ja einen nahezu einstimmigen Bericht des Ortsbeirats Neustadt gibt und dass wir, und da bin ich eben außerordentlich dankbar, dass wir uns in der Kooperation darauf jetzt einigen konnten, diesen Bericht des Ortsbeirates, der ja auch wichtige Anregungen und Impulse auch noch aus der 8.4 mit aufgenommen hat, dass wir den jetzt als Ersetzungsantrag ja zur Abstimmung stellen, ergänzt durch eine alle halbe Jahre stattfindende Einwohnerversammlung, gegen die ja auch niemand was haben kann. Also ich will ja nur sagen, es sind ja auch Dinge aufgenommen worden. Und wenn, das sage ich als Beobachterin vom Hang runter, in der Neustadt auch der Ortsbeirat mit einer so großen Mehrheit dafür gestimmt hat, dann weiß ich auch, dass vor Ort die Ortsbeiräte und eben dann auch die Leute, die dort wohnen, damit einverstanden sind, was wir Ihnen heute vorschlagen. Danke. Herr Thiele noch. Ja, also ich mache es gleich von hier. Zwei Sachen möchte ich hier schon auch nochmal sagen. Ja, es gab ein Votum aus dem Ortsbeirat Neustadt. Aber hier muss man doch sagen, das ist doch eine Straße, die nicht nur das Gebiet des Ortsbeirats Neustadt betrifft. Auch hier hätte es eine viel breitere Beteiligung mindestens auch der Ortsbeiräte und der Ortschaftsräte aus dem Dresdner Norden geben müssen. Das haben Sie hier verabsäumt. Und sich jetzt hier nur auf das Votum des einen Ortsbeirates zu berufen, ist dann doch ein klein bisschen verkürzt. Das wird dem Charakter dieser Straße nicht gerecht. Eine zweite Sache möchte ich hier anmerken, weil immer die Rast 06 auch hier entsprechend angebracht wird und die Verkehrsbelastungszahlen genannt werden. Ja, das steht dort schon so drin, das ist richtig. Sie haben aber auch alle gesagt, dass die Knotenpunkte entscheidend sind. Und hier ist es eben so, dass wir sehr komplexe Knotenpunkte haben und da ist es eben allein zu wenig, nur die Verkehrsbelastungszahlen zu nehmen und zu sagen, die liegen unter 20.000, deswegen geht es zweispurig. Man muss es eben in der Gesamtheit betrachten. Und da sieht das eben an dieser Straße ein Stück weit anders aus, denn wenn es so einfach wäre, dann wäre das Problem ja längst gelöst. Und wir denken, dass die Variante 8.4 keinesfalls hier eine sinnvolle Lösung darstellt und die 8.7 genauso problematisch sich dann im Endeffekt darstellt und Probleme hervorruft. Deshalb nochmal unser Petitum, nur die Variante 7 stellt hier ein verträglichen Kompromiss dar, der dann auch verkehrlich funktioniert, sowohl für die Straßenbahn als auch für alle anderen Verkehrsträger. Und deshalb bitten wir hier nochmal um das Votum für die Variante 7. Danke.
Gibt es etwa keine Wortmeldung mehr? Na gut. Dann schreit man mal zur Tat, was die Abstimmung angeht. Zunächst würde ich zur Abstimmung stellen den Geschäftsordnungsantrag von Herrn Thiele auf geheime Abstimmung zu dem Änderungsantrag der CDU. Ich erzähle das mal kurz und dann können Sie alle melden. Danach würde ich die Reihenfolge wählen, vom Großen zum Kleinen. Ich interpretiere den CDU-Antrag als einen ersetzenden Antrag. Wenn der, den würde ich zunächst dann abstimmen. Wenn der eine Mehrheit hat, ist es beschlossen. Als nächstes würde ich den als ersetzenden Antrag zur Abstimmung stellen von Herrn Dr. Schulte-Wissermann und Herrn Engemeyer über die Variante 8.4, auch das als ersetzendes. Entweder gibt eine Mehrheit oder gibt keine. Und danach haben wir den Ergänzungsantrag. Das ist jetzt ein bisschen schwierig, weil wir haben ein negatives Ausschussvotum. Wir können eins machen, wenn das jemand sich zu eigen macht, dass wir über die Vorlage als Abstimmungsgrundlage dann nehmen. Dann wäre der Ergänzungsantrag zunächst zur Abstimmung zu stellen, zur Vorlage, und dann wird man gucken, ob das dann eine Mehrheit kriegt. Würden Sie das so ergeben? Herr Scholbach. Ich möchte zu dem Geschäftsordnungsantrag des Kollegen Thiele eine Gegenrede halten. In der vergangenen Ratssitzung gab es ja einen Antrag auf geheime Abstimmung aus den Reihen der Fraktion Die Grünen. Heute gibt es nun einen Antrag auf geheime Abstimmung aus den Reihen der CDU-Fraktion. Ich bin grundsätzlich da immer für Transparenz und gegen Intransparenz, die sich aus der geheimen Abstimmung ergibt. Zum einen. Zum Zweiten möchte ich anmerken, dass ein wichtiger Grund für die geheime Abstimmung erforderlich ist. Ein solch wichtiger Grund für die geheime Abstimmung ist weder vorgetragen noch ersichtlich, und daher ist dieser Antrag an dieser Stelle unzulässig. Über die Interpretation, was jetzt ein wichtiger Grund ist, das überlasse ich Ihnen. Der Grund ist vorgetragen worden, und über die Abstimmung haben Sie es in der Hand, ob Sie das akzeptieren oder ob Sie das nicht als wichtigen Grund akzeptieren. Insoweit ist das ein ganz sauberes Verfahren. Deswegen, wir haben jetzt Antrag und wir haben Gegenrede gehört. Können wir ja machen. Also, ich steige ein in die Abstimmung. Zunächst über den geschäftsordnenden Antrag. Wir haben den Antrag gehört, wir haben die Gegenrede gehört. Wer für eine geheime Abstimmung für den Ersetzungsantrag CDU ist, den bitte ich jetzt um das Handzeichen. Gegenstimmen. Und Stimmenthaltung. Er hat 31 Ja-Stimmen bekommen, 34 Nein-Stimmen und 2 Enthaltungen und hat damit keine Mehrheit gefunden. Wir steigen damit ein in die weitere Behandlung und haben zunächst den Ersetzungsantrag von der CDU auf Variante 7, ich sage es mal vereinfacht, zu ersetzen. Wer diesem seine Zustimmung geben möchte, den bitte ich jetzt ums Handzeichen. Gegenstimmen. Und Stimmenthaltung. Ja, 36 Nein, keine Enthaltung, damit abgelehnt. Wir kommen zum nächsten Ersetzungsantrag. Das ist von Herrn Dr. Schulte-Wissermann und Herrn Engemeyer eingebracht.
die sogenannte Variante 8.4. Wer diesem Ersetzungsantrag folgen möchte, den bitte ich jetzt ums Handzeichen. Gegenstimmen? Das ist die weit überwiegende Mehrheit. Da brauchen wir, glaube ich, nicht auszählen. Das ist klar ersichtlich. So, jetzt haben wir gesagt, Abstimmungsgrundlage ist die Vorlage. Da kommt jetzt der Ergänzungsantrag interfraktionell. Wer diesem Ergänzungsantrag folgen möchte, den bitte ich jetzt ums Handzeichen. Gegenstimmen? Und Stimmenthaltung. Für diesen Ergänzungsantrag haben 33 mit Ja gestimmt, 32 mit Nein und eine Enthaltung. Damit wäre das angenommen. Damit kommen wir jetzt zur Schlussabstimmung über die Vorlage Ausbau Königsbrücker Straße in der ergänzten Fassung. Wer dem zustimmen möchte, den bitte ich jetzt ums Handzeichen. Gegenstimmen? Und Stimmenthaltung. Das Endergebnis lautet 36 Ja-Stimmen, 31 Nein-Stimmen bei einer Enthaltung so angenommen.